Es sind turbulente Tage für TV-Star und Model Verona Poth. Ihr Sohn Diego lebt derzeit in Florida und besucht dort eine internationale Sportschule, um Golfprofi zu werden. Doch nun wurde der 18-Jährige für die nächsten 6 Wochen vom Training entbunden. Grund dafür ist ein schwerwiegender Regelverstoß gegen die Schulordnung. Im Interview mit RTL erklärt Verona Poth nun das Geschehene. Diego war mit 3 weiteren Freunden, die 18 sind, einen Burger essen. Was harmlos klingt, war für die Schüler der IMG Academy jedoch verboten. Die Schüler befanden sich für ein Turnier in einem Hotel in Tampa. Doch der abendliche Ausflug kam nach wenigen Tagen raus und es folgte die Suspendierung für ganze 6 Wochen. Um nun trotzdem weiter zu golfen, ist Diego in ein Golf-Apartment gezogen. Eigentlich ist er dort ganz happy, weil er dort noch intensiver golfen kann. Aber klar, ein bisschen vermisst man seine Freunde, berichtet Verona Poth. Trotz des unerfreulichen Vorfalls trainiert Diego nun weiterhin hart für seine Golfkarriere und versucht nebenbei als Model in den USA durchzustarten.